Die haben alle Abby Story gespielt, ja. Das ist wohl wahr. Das Problem ist einfach nur, dass die homophoben Äußerungen leider ein bisschen zu hart sind und zu viel. Deswegen gebe ich hier Kritik komplett unter den Film. Leider. Das ist halt das größte Problem. Auf geht's. Verdammtes Gebäude. Oh ja. Okay, bist du jetzt okay? Ich hoffe, es geht nicht um Abby. Du kannst die Maske abnehmen. Danke. Ich glaube, es geht weniger um Abby. Das Krankenhaus. Da ist das. Wir haben es geschafft. Das haben wir. Siehst du den Aufzug da vorne? Leute, es geht nicht um Aussehen. Was finden wir hier? Sexuelle Orientierung. Es gibt Menschen da draußen, die kommen mit Homosexualität nicht klar. Was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Ruhe. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. Haben wir wirklich 2 Stunden gebraucht, auch in Real Life Time? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das Krankenhaus gehört doch zu uns, oder nicht? Okay, weiter gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby! Scheiße! Ist sie allein? Tor aufmachen! Hey Leute! Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Hä? Jetzt verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Die ist gerade los. What the fuck? Nee, wir waren ja Tag 3.
Oh, Konversation. Hallo? Paula? Was hast du da? Schienen, Zungenspatel, Bettpfannen. Was Chirurgisches? Neulich habe ich drinnen so Zeug gesehen. Danke. Räumt ihr hier immer noch auf? Jep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja. Wir haben noch einige Etagen vor uns. Ach, viel Glück. Hey. Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was sei nackt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Oh, boys. Streck die Hände aus. Die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Ja, den Keller, den lernst du auch noch kennen. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor... Moment. Alles okay. Soll Manny nicht schon tot sein? Also, was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Super. Hm.
Hey, und es war mal keine Randnotiz. Geil! Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Also hier ging alles los. Die ersten ärztlichen Behandlungen. Das ist nochmal eine Info. Okay, Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Sieht gar nicht so schlimm aus. Nee. Ist natürlich zu. Wäre ja auch zu einfach. Okay, dann Trauma oder Chirurgie? Euch gut gewehrt. Zettelchat. Noch ein Zettel. Wahnsinn. Der Doppelzettel. Dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Das Level-Design ist 11 von 10. Also das ist 11 von 10, locker. Und Ton und Soundtrack auch 11 von 10. Locker. It's Sporen-Time. Oh! Okay, das ist zu viel. Gleich steht einer vor uns. Hallo? Hallo? Was geht? Ja, so doll überwuchert ist das jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein, oder? Komm schon. Gib mir irgendwas. Nada. Hier muss doch irgendwas sein.
Operationssaal. Gut. Alles klar. Braucht Strom. Dann muss hier irgendwo ein Generator sein. Du brauchst auch Strom. Ja, langes Spiel, Rubik. Wir haben erst 15 Stunden Tutorial gespielt, bis dann The Last of Us losging. Fuck. Eine Hilfe. Oder Manny. Ja, Manny. Manny wäre großartig. Kein Laserschwert. Oh, dann gehen wir mal wieder zurück, wa? Achso, ich muss Strom noch anmachen. Ja. Hm.
Hier wird heute niemand sterben. Nee, wir nehmen jetzt erstmal alles. Das sollte die Sache erleichtern. Bando! Sau, ey. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können, Chat. Einfach alles kaputt machen. Da ist der Kasten, Chat. Da ist alles drin. Verdammter Mist. Es muss doch noch was geben. Wow. 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 Laura, moin. Was? Na, da gehen wir doch rein. Oder nicht? Wo bin ich nur reingeraten? Oh, in den Zettel. Ich liebe Zettel. Ich bin so richtig erfreut, wenn wir einen Zettel finden. Scheiße, wer war das? Sieht groß aus. Keine Panik. Hol das Zeug und nichts wie raus hier. Ja, mittlerweile habe ich halt wirklich einen Zettelfetisch. Oh, kannst du aber einen drauf lassen. Maga. Aber nicht nur einen kleinen. Ich habe einen riesen Zettelfetisch. Maga, ich sammle im Real Life schon Zettel. Ach nee, das muss ich machen. Das ist fürs Finanzamt. Das ist kein Fetisch. Bingo. Bingo. Hier ist alles drin, Chat. Jetzt, pass auf. Lass mich nicht hin. Oh? Ja. Oh, Gott sei Dank. Lev, gleich gibt's was zu fassen. Jawohl! We did it! Woo! Oh, sounds big. Okay, Chat, wir haben Patient 0 gefunden. Wir haben Patient 0 gefunden. Yeah.
Sorry, ich wollte links abbiegen. Das war jetzt nicht so clever. Sorry! My bad! Ich hab mich verlaufen.